Moin, ich bin Lennart Schulz, 22 Jahre alt, komme aus Göttingen, bin dieses Jahr Teil des BG-Kaders und freue mich auf die Saison. Ja, ich bin Janis Jünemann, das ist mein erstes richtiges Herrenjahr für die BG Göttingen und ich freue mich auf die Saison. Ich bin 19 Jahre alt. Ich habe ja, das 100%. Nein, schon dich. Ich dachte es mir fast. Ja, du machst hier Ernährung. Scheiße. Ja, ich glaube, Jans ist eher der, weil er 19 ist, vielleicht eher der Typ, der es nochmal ein Jahr, einen Monat aushält oder ein Jahr. Auch älter. Also ich ja, glaub, also ich glaube, wir sind beide eher pünktliche Typen. Aber immer wenn wir zusammenkommen, bin ich der, der die Zeit vorgibt, um pünktlich zu sein. Ja, das stimmt, das stimmt, das ist gut. Okay. Lennart, das bist du, Mann. Ja, möglich, auf jeden Fall, aber ich sehe uns beide irgendwie klatschen. Ja. Alles ist leise und wir beide klatschen. Du bist der, der mit guter Laune und dann schon singt morgens um ja, halb neun. Ja gut, ich glaube, es gibt genug Anlässe dafür im Leben, von daher, ich sag, ich bin mal der Morgenmensch zwischen uns beiden. Wow, aber warum wandere ich jetzt auf? Ich weiß nicht, ich glaube, du, eher du. Du kommst Englisch, sogar aus Lettland. Du studierst ja, ja gut. Ich sag trotzdem, Lennart, studiert ihr Englisch? Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn ich Englisch studiere, muss ich also auswandern laut Janis und möglich ist es auf jeden Fall. Was ist das? Weißt du, was das ist? So, ist das so wie so eine Pilgerung? Genau. Okay. Was ist denn das? Ich glaube, keiner von uns, oder? Nee, eigentlich nicht, aber wenn, dann hätte ich gesagt. Ja, wenn, hätte ich auch nicht. Eher zu dir tendiert. Ja, ich weiß. So was Verrücktes könnte ich mir schon vorstellen. Ja, doch, auf jeden. Irgendwie stelle ich mir das ganz lustig vor. Besonders, ich glaube, die anderen Kandidaten sind ja auch ganz cool drauf, denke ich mal. Hoffe ich mal, also das ist, glaube ich, schon unterhaltsam. Geld unterm Korb, ja auch wieder. Ja, ja, ich glaube, Janis ist dann eher der unterm Korb, der vielleicht die Fehler der anderen ausgleichen muss, da vielleicht eher mal die Chance auf den Foul zieht. Nett gesagt. Nein. Wie oft du mit Schlappen zum Training gekommen bist. Ja, aber ich sehe dich so in Birkenstocks mit so hohen Socken, kann ich dich schon sehen irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Also ich bin dafür, dass Janis das ist. Ja, den habe ich schon oft genug jetzt in den ersten Wochen in Sandalen gesehen. Na gut, nehme ich.